Spaßige Challenges. Erik lässt's raus. Gut, und bei den Bauern kriselt's auch. Aber das ist wie wenn du so einen alten Golf halt tunst, okay? Dann kaufst du den, plötzlich baust du den Tuning ab und sagst dann, ja, super Auto, oder? Alter, und noch viel mehr gibt's in der vierten Folge von Das Sommerhaus der Stars. Ja, Leute, die letzte Folge endete ja komplett überraschend damit, dass Erik und Katja sich gestritten haben. Damit hat niemand rechnen können. Erik hat sogar halbwegs Schluss mit ihr gemacht, als er gesagt hat, wenn wir aus dieser Sendung raus sind, trennen wir uns ja sowieso. Was Katja gar nicht so gut aufgefasst hat. Genau da steigen wir wieder ein, wer sich natürlich trotzdem alles angucken will. Kannst du auf RTL Plus machen, den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ansonsten hier abonnieren und wir sind auch glücklich. Und wir gucken jetzt! Halb, stopp mal kurz. Wenn die beiden sich streiten, kann Erik alleine auf Toilette gehen? Er kann generell alleine auf Toilette gehen? Warum hat er es von Anfang an nicht so gemacht? Geht's dir? Nicht so gut. Mit mir wurde gestern vor laufenden Kamera Schluss gemacht. Bis jetzt wurde noch nicht angekommen und wurde sich dafür entschuldigt. Das Gespräch würde ich auch allgemein gerne mitbekommen. Hey Schatz, sorry, dass ich gestern Schluss gemacht habe. Das wollte ich. Die ersten Masken sind gefallen. Nein, dann habe ich eben gesagt, dann ist jetzt eben Schluss. Nee, ich habe dann gesagt, dann ist jetzt eben Schluss oder irgendwie so habe ich das gesagt. So, aber ich habe nicht gesagt, Katja, es ist Schluss. Was will man denn noch mehr sagen? Hä? Das ist, die Sätze sind fast gleich. Vor allem ging es ja nicht mal um den Satz, sondern Erik hat ja wirklich gesagt, wenn sie aus der Sendung gehen, sind sie getrennt. Und Katja so, wow, hast du gerade Schluss gemacht? Also, hä? Aber gut, wahrscheinlich wollte er gar nicht Schluss machen, sondern nur wieder irgendwas provozieren. Und das ist in dieser Relationship einfach problematisch. Die finden bestimmt aber irgendwann wieder zueinander. Sei entspannt und mach dein Ding so normal weiter, aber bitte streitet euch nicht mehr. Das, Katja, das aber absolut nicht. Das sagst du mir jeden Tag. Und dann streitet ihr weiter. Und alle anderen Kandidaten im Haus denken sich auch nur so, bitte, egal was ihr macht, egal was eure Lösung ist, wir lassen alles zu, nur hört auf zu streiten. Wenn ihr irgendein Vögel wollt, wir stellen uns an einen Baum draußen hin und warten, bis ihr fertig seid, damit ihr eure Ruhe habt. Aber bitte, hört auf zu streiten. Die haben alle keinen Bock mehr. Und natürlich, ihr müsst aufpassen, weil Siege ist, kratzt schon an der Gruppe, ne? Ja. Ihr seid totales Thema. Ja, ich hab's ja gestern alles gehört. Deswegen, ja, man möchte ja mal Rat geben, aber mittlerweile haben ja wir auch gesagt, komm, wir sagen jetzt nichts mehr dazu, weil du kannst ja jetzt nichts mehr sagen. Ja, der allgemeine Plan der Gruppe scheint einfach auch noch zu sein, abwarten und dann rauskicken. Das bedeutet jetzt allerdings auch, dass Katja und Erik sich mal langsam safen sollten. Und dann macht sich Cosimo im Bad bereit für den Tag und Erik bereit für die Challenge auf dem Klo. Bäh. Gott, das kleine Miedezack muss raus. Boah, ich muss Fenster aufmachen. Eine Leiche gegessen oder was? Und somit haben wir auch erfahren, warum Katja das Groß von Erik gerade nicht ertragen könnte, weil es anscheinend immer bestialisch stinkt. Er sollte eventuell ein bisschen auf seine Ernährung achten. Wie wir abschneiden, ist egal. Aber einfach Ruhe bewahren. Also easy, mir ist es nicht egal, wie wir abschneiden. Heute müssen wir uns safen. Oh Gott, Katja, ich glaube, du solltest ein bisschen mit der Einstellung von easy an die Challenge rangehen, weil euch safen, der Traum ist ausgeträumt. Das wird, glaube ich, nichts mehr. Allerdings, wenn ihr wenigstens Spaß bei der Challenge habt, dann würdet ihr zum Glück noch als Pärchen aus der Sendung rausgehen. Allerdings fragen wir uns ja, was steht an? Bei diesem Spiel steht ihr gemeinsam auf einer Plattform und müsst 10 Gegenstände in die Zielbereiche stellen. Wichtig eventuell noch zu erwähnen ist, es ist eine Wippe, was es natürlich deutlich schwieriger macht. Allerdings haben Kada und Easy ganz andere Probleme. In die Zielbereiche stellen. Hier meinst du, in die Tore reinschmeißen? Hier sind 2 Tore, guck mal. Ja, ich glaube, Gegenstände in die Tore reinschmeißen, wo die einfach nur in Netzen hängen, ist wirklich die Definition von in Zielbereiche stellen. Kada hat das Spiel mal wieder verstanden. Wir legen los. Bleib in der Netze, hol den Teil, hol den Teil. Ja, warte. Okay, also jetzt müssen wir es gerade, relativ gerade machen. Ich liebe jetzt schon, wie dieses Spiel startet. Reims. Es landet einfach nur immer wieder krachend auf dem Boden. Eigentlich müssen sie ja sofort alle Gegenstände erstmal holen, weil dauernd wieder losrennen, das bringt ja nichts. Dann hält man nie das Gleichgewicht. Ja, viel Spaß, Leute. Ich glaube, das wird nichts, Erik. Aber immerhin streiten sich die beiden gar nicht. Ich glaube, so ein Spiel ist immer gut für die Partnerbindung, weil wenn es Spaß macht und nicht zu sehr abkotzt und man nicht zu sehr Angst hat, hat man dann wenigstens mal Zeit, nicht über den Streit nachzudenken. Du sorgst für Gleichgewicht. So. Du musst einfach für Gleichgewicht sorgen. Oh Gott, Kada sorgt doch einfach selbst ein bisschen für Gleichgewicht. Also die drückt einfach immer die Aufgabe an Easy ab und beschwert direkt danach so, warum hast du es nicht hingekriegt? Ich habe gesagt, du sollst mir eine Atombombe bauen. Und das hast du nicht gemacht. Ey, Mann. Man kann alles verlangen von dir, du machst es nicht. Ja.
Ich dachte bei diesem Spiel, dass meine Oberweite mich belasten würde. Aber dass du das Problem wieder bist, weißt du? Das hat natürlich jetzt wieder keiner ahnen können, dass Easy das Problem in Kaders Spieleleben ist. Oh, kommt immer wieder überraschend. Das ist Millimeterarbeit. Deswegen sage ich Ruhe. So, warte, nicht bewegen. Ich hab doch gar nicht gesagt, bewegen. Ich bewege mich doch gar nicht. Sagt sie eine Sekunde, nachdem sie sich bewegt hat. Ah, vielleicht ist es doch nicht nur Easy das Problem, sondern halt auch Kader. Man kann jetzt natürlich festhalten, dass die Kandidaten einfach gänzlich versagen, weil es einfach ein super schwieriges Spiel ist. Es war irgendwie auch ein bisschen langweilig zu sehen, wenn man einfach dauernd nur sieht, wie das Ding auf den Boden kracht, alles durch die Gegend fliegt und die so, oh, schon wieder anfangen. Naja. Wir müssen einfach hinstellen, eine Sekunde küssen, finito. Erik, das ist immer leichter als gesagt. Weil immerhin die beiden schreien sich immer noch nicht an. Sie haben es zwar nicht geschafft, aber haben sich auch nicht angeschrien. Da muss ich sogar mal klatschen. Und in der Villa finden die beiden dann auch irgendwie seltsamerweise zueinander. Alles gut, Schatz. Zieh mal die dumme Krone ab, Alter. Nimm mal die dumme Krone ab, Alter. Und wir haben jetzt irgendwie, wie lange jetzt eine Woche drauf gewartet, dass das passiert? Oh, toll. Aber dass er sich das jetzt ausheult, das versteht nicht wirklich jeder. Alles gut, Schatz. Alles gut, Baby. Wie unangenehm das irgendwie ist. Also nicht, dass er heult. Ich meine, wenn er Gefühle hat, lass sie raus. Aber alle sitzen da so... Warum heult er denn jetzt? Sowas mag ich gar nicht, ne? Nee. Hasse ich wie die Pest, ne? Wieso denn? Die streiten sich, die lecken sich ab, die streiten sich, lecken sich ab. Das habe ich gemacht mit einem Mädchen, da war ich 12, glaube ich. Oh mein Gott, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich so wirklich was von dem wahrnehme, dass er irgendwas Spannendes sagt. Interessant. Allerdings muss man auch sagen, Erik und Katja befinden sich auch in einer Beziehung für 12-Jährige. Ich meine, was die da dauernd für Dramen haben, ist ja so. Aber die beiden ziehen sich dann zum Glück zurück, damit auch alle anderen in Ruhe lästern können und kuscheln weiter. Tut mir leid, dass ich so laut mit dir geredet habe, okay. Wann? Ja, immer. Und die beiden haben sich jetzt irgendwie wieder versöhnt. Verstehe das, wer will. Man kommt sich doch verarscht vor, wenn man jemanden den ganzen Tag tröstet. Für was habe ich mich denn damit eingemischt und reingesteigert? Aha, und da haben wir das wahre Opfer dieses großen Kater-Erik-Dramas. Antonia, die hat sich da reingesteigert und sie getröstet und das alles für lau. Na, Antonia, freu dich doch, dass die beiden wieder zueinander gefunden haben. Ist doch auch schön. Es zeigen sich aber auch noch andere Probleme, da Katharina, die Freundin von Steffen, angefangen hat, ein bisschen mehr im Sommer auszurauchen, weil sie nichts anderes zu tun hat. Und das ist nicht ganz so geil. Ich habe immer gesagt, nein, nein, nein. Ich möchte bitte raus. Wie viel rauchst du am Tag? So 5. Und hier? 15. Das Doppelte ungefähr. Das ist eine Steigerung von 100%. Meine Frau raucht aus Langeweile einfach immer und immer mehr. Das ist ja fast schon Mario Basler-like. Vielleicht klingt sie ja auch bald wie Mario Basler. Harr. Ja, wer so viel raucht, braucht sich aber nicht über höhere Energiepreise beschweren. Aber andererseits, weißt du, wenn man das immer so aufrechnet, du hast am Ende vom Tag hast du auch nicht mehr Geld in der Tasche, nur weil du... Ja, die legt das ja auch nicht. Was ist denn das für eine seltsame Aussage? Also wenn du wirklich dein Geld rausschmeißt für Rauchen, was deine Gesundheit schadet, was einfach krank macht, was ekelhaft ist, alles stinkt schrecklich und dann sagst, ja, aber würde ich es nicht dafür ausgeben, würde ich halt für was anderes ausgeben, ist so... Ja, bitte! Egal, Leute, Runde 2, Kandidat Nummer 2 dürfen jetzt auch auf die Hippe. Neue Runde, neue Chance, wir sind gespannt. Das wird so ein Gleichgewichtsspiel ein bisschen sein. Mit einer Wippe? Mario, wie hast du das jetzt rausgefunden? Das wäre jetzt krass. Tatsächlich kracht es bei den Kandidaten aber auch dauernd wieder auf dem Boden hin und her. Allerdings zeigen Steffen und Katharina, dass sie es ein bisschen können. Ich komm zu dir, ich komm zu dir, ich komm zu dir. Tippel-Schritte. Das Buch muss stehen. Okay. Warte, der Bluetooth kippt. Langsam hoch. Nein! Und dann krachte wieder alles hin und ich fragte mich, muss das Buch eigentlich wirklich stehen, dass sie die Challenge geschafft hätten? Ich glaube, hätten sie sich einfach geküsst, wäre es auch okay gewesen. Ja, aber dann haben die beiden doch versagt und sie waren so kurz davor. Dafür läuft es dann später im Sommerhaus ein bisschen harmonischer wieder. Oberhaupt sieht es vor, zurückgezogen fernzusehen. Im Spartenkanal läuft eine Comedy-Romanze. Neben der abgedroschenen Darstellung ist es vor allem der wirre Handlungsstrang, der den Sehgenuss empfindlich schmälert. Ganz nachvollziehen, was da jetzt überhaupt auch passiert ist, das kann, glaube ich, niemand. Vielleicht ist es auch das, was vorhergesagt wurde. Wenn die beiden merken, dass es alle abfuckt, dass sie sich da unten streiten, hören die dann einfach auf damit. Das würde ja wieder für die Fake-Show sprechen. Allerdings glaube ich immer noch, dass die beiden einfach nur eine problematische Beziehung haben. Wenn du das sagst, passt sehr gut zusammen. Ja, finde ich auch. Wir sollten heiraten, oder? Irgendwann mal schon. Und viele süße kleine Babys. Dr. Mr. Simpson. 4 oder 5 Babys haben wir uns vorgenommen. 4 oder 5 Babys haben die sich vorgenommen?
Ich meine, wie sollen Katha jetzt 6 Leute erziehen? Das geht ja gar nicht. Vor allem sollten die aber, bevor die sowas machen, ihre Beziehung bitte relativ okay hinkriegen, dass sie gefestigt ist und dann erst Kinder bekommen, weil alles andere ist ja eine Katastrophe. Lieber auch, dass Cosimo sagt, oh, voll die süße Beziehung, weil ihr jetzt miteinander ein bisschen rumknutscht, dass er einfach die ganzen Streitigkeiten komplett vergessen hat. Auch gut. Wenn sie nicht safe sind, möchte ich gerne vorgehen. Ich will ihm nur mal die Augen öffnen, wie ich das im Alter sehe, dass sie für mich uns völlig verarschen. Und Mario Basler hat sich schon wieder entschieden, wer raus muss. Ich liebe aber auch, dass er einfach jede Nominierung damit begründet. Das ist keine Nominierung, weil wir euch hassen. Wir wollen euch einfach nur mal die Augen öffnen. Naja, wie scheiße ihr seid. Eil, das ist cool, danke! Allerdings, Leute, gibt es ja trotzdem jetzt auch andere Leute, die safe sind für dieses Spiel. Erik und Katha sind es nicht, aber die beiden hier. Yvonne und Sascha haben als einziges Paar alle Gegenstände auf der Plattform aufgestellt. Herzlichen Glückwunsch! Ihr seid jetzt safe. Hättet ihr eigentlich überhaupt jemand rausgewählt, weil eigentlich juckt ihr ja bis jetzt noch niemand? Wahrscheinlich nicht. Aber ihr seid safe! Also wir stehen auf der Nominierungsliste immer noch ganz vorne. Man muss es ja mal nur logisch durchzählen, es ist ja nun mal so. Bin ich mir nicht ganz so sicher. Also ich glaube, wenn Erik und Katha sich nicht safen, sind die Nächsten, die fliegen. Also es wird jetzt ganz spannend. Also entweder Stefan oder Katharina oder Erik und Katha, je nachdem, wer sich im nächsten Spiel saved, die haben es geschafft. Aber Patrick, der aber lieber seine stärkere Konkurrenz raushaben will, nämlich Steffen, weil der besser in den Spielen ist, möchte natürlich aber auch noch Erik davon überzeugen, dass er Mario überzeugt, dann nicht mehr Erik zu wählen, sondern halt Steffen. Genialer Schachzug. Kannst du mal entschuldigen, kannst du mal, sonst nimmt er nicht. Mario ist da vielleicht, sage ich nachher mal, das Zünglein an der Waage, wo er sagt, okay, nehme ich jetzt den Erik oder bleibe ich tatsächlich beim Steffen, so wie letztes Mal. Los, Erik, entschuldige dich mal ein bisschen bei Mario, damit der Steffen weht. Das ist besser auch für dich. Ah, der kleine Manipulator da mal wieder. Ja, und jetzt hören wir uns mal die Bandbrechtentschuldigung an von Eriks nervigem Verhalten. Du, ich wollte mal ganz kurz mal sagen, wie gesagt, ich schätze dich auch sehr so als Mensch, Fußballer, aber ich wollte mich, wie gesagt, für gestern auch nochmal so, wie ich mich verhalten habe und sowas, alle so ein bisschen entschuldigen. So. Also mir sind die Tränen gerade irgendwie gekommen, muss ich schon sagen. Das war ja mein Herz zerreißend. Ich bin auch so, hey, ich schätze dich ja so als Mensch und auch als Fußballer und deswegen will ich mich entschuldigen, weil er Fußballer ist oder was? Ach, Erik, das war jetzt echt nicht vom Herzen und Mario denkt sich auch nur so, was laberst du mich an? Geh weg! Bete drum, dass Mario einfach Steffen noch richtig hasst, dass er noch wählt. Oh Gott, dieses Taktieren macht aber irgendwie auch am meisten Spaß an dieser Sendung, oder? Neben den Spielen und den Streitigkeiten mag ich auch mal das Taktieren, was aber irgendwie immer grandios schief geht, weil es keiner drauf hat. Am Abend wird dann allerdings wieder gekocht und bei den Bauern entsteht ein kleines Dilemma. Schatz, hast du den Topf wieder auf 11 gestellt? Nein. Doch. Schatz! Da musst du halt auch rühren. Ja, okay, ich rühre. Rühren. Rühren. Rühren musst du, rühren. Oh Gott, was ist mit dem Bauern? Ich meine, der redet gerade auch genauso mit ihr, wie bei dieser einen Challenge, wo sie reden sollte. Schatz, rede. Siehst du doch. Rede. Reden. Reden. Rühren. Rühren. Ach, Bauer Patrick. Hast du Butterwein? Nein, dann hält nämlich die Soße nicht. Man macht nie Öl oder Butter an die Nudeln. Und das stimmt einfach mal komplett. Das machen voll viele Leute irgendwie voll seltsam. Und er hat einfach recht. Und ich liebe es, dass Antonia sowas mal fragen muss. Also, Antonia, kriegst du überhaupt was gebacken? Steffen weiß natürlich, dass die Taktik, hey, ich entschuldige mich bei allen für mein überhaupt nicht nerviges Verhalten, nichts bringen wird, hat eine andere Strategie, die ihr vielleicht helfen könnte. Soll ich raus? Nee, alles gut. Er hat gerade die Toilette sauber gemacht, er macht jetzt das Waschbecken sauber, er macht alles sauber und alle sollen es sehen, dass er die Putzfee ist. Ja, das könnte helfen. Warte, da sitzt gerade jemand hinter. Also, Cosimo. Er steht dahinter. Ach, er steht. Gerade sauber geschrubbt und Cosimo. Ja, dann war ich doch mal wieder beglücken hier. Ja, das ist natürlich dann auch richtig super geworden. Hier gibt es auch wieder gesagt, da sitzt jemand hinter. Also Cosimo. Als ob Cosimo nicht jemand wäre. Ja, das muss man dann nochmal genau betonen. Aber ich kann gut zielen, deswegen ist alles gut. Ja, das ist ja super. Ganz, ganz toll. Ich habe noch nie ganz verstanden, warum man überall immer im Stehen pinkeln muss, wenn man sich auch hinsetzen könnte, weil es einfach ein bisschen ordentlicher trotzdem ist. Weil so toll können die meisten Leute gar nicht zielen, muss man jetzt mal direkt sagen. Bäh. Naja, aber immerhin das Waschbecken bleibt ja sauber. Immerhin, die frisch gewienerten Handwaschbecken bleiben gänzlich unbenutzt. Wieso wundert mich das nicht? Und wieso ist das super eklig? Nee. Draußen kann man uns aber auch noch ein paar interessante Gespräche angucken, weil Team Bauer, naja, quatscht. Du bist keine Bäuerin, ne? Nee. Noch nicht. Antonia hat auch nicht den Esprit, sage ich jetzt mal, um das auch zu werden.
Aber irgendwie ein interessanter Diss ist für die Esprit, um Bauer zu werden. Warum sind die eigentlich ein Paar? Irgendwie habe ich nämlich das Gefühl, dass Antonia in der ganzen Fernsehdarstellung gar nichts kann und Patrick immer alles macht oder sich runtermacht, oder? Die haben alle die gleichen Knacks in der Birne. Plötzlich geht es dann natürlich auch um das Optische. Patrick hat einen Bart, der vielleicht mal wegrasiert werden sollte, oder auch eine Brustbehaarung, auf die er ganz stolz ist. Antonia findet das nicht so. Wenn eine Brustbehaarung gut aussieht, dann halt auch nur mit einem durchtrainierten südländischen Körper. Ach, also aber nicht bei einem. Du stehst auf einem durchtrainierten südländischen. Ja, doch, genauso ist es. Doch, genauso. Ja, Leute, es war irgendwie ein seltsames Gespräch. Also irgendwie fühlt sich Patrick dann angegriffen und hat dann auch zurückschlagen wollen und es kriselt. So, und was ich dir jetzt auch noch sagen wollte, das mit den Haaren, okay? Ja, gebe ich zu, ich stehe wirklich auf lange Haare. So, pass auf. Aber genau, das muss man jetzt so, auch noch und sagen. Und Antonia habe ich halt kennengelernt mit Haaren bis da. Und jetzt sind die halt plötzlich da. Als hätte sie jetzt plötzlich eine Kurzhaarfrisur, sie hat ihre Extensions rausgemacht, das war es. Aber ja, Patrick wurde anscheinend auch belogen und verraten. Sie hatte gar nicht so lange Haare, aber er hat sie ja trotzdem behalten. So nett. Aber das ist wie wenn du so einen alten Golf halt tunst, okay? Dann kaufst du den, plötzlich baust du den Tuning ab und sagst dann, ja, super Auto, oder? Was zum Geier sind das für Aussagen? Also bei denen stimmt auch irgendwas nicht. Also sie streiten sich nicht lauter, sondern man denkt sich die ganze Zeit so, was geht bei euch denn ab? Ja, auch super romantisch, liebvoll. So Leute, der nächste Tag ist aber auch schon Rauswahltag, was die Kandidaten alle wissen. Und deswegen muss man nochmal ein bisschen Wahlkampf jetzt hier betreiben. Zimmerservice. Was für ein Gentleman, Alter. Kann ich irgendwas Gutes für dich tun, Cosimo? Ah, war alles gut. Ja? Hier, euer Kaffee, Cosimo, mein bester Freund. Kann ich irgendwas Gutes für dich tun? Gemeinsam mit dir auf Klo gehen, das hilft mir auch immer. Ach, Erik, das ist auffällig. Wenn du vorher die ganze Zeit nur nervig warst, sind diese Nettigkeiten einfach nur auffällig. Dann doch lieber bei einer Challenge gewinnen. Dem Schlammloch noch die Kür. Nur einer siegt im Sumpf. Der Rest macht Plumps. So, Sackköpfen. Ja, und das ist auch die Challenge. Die Kandidaten müssen jetzt mit Sackköpfen durch diesen Parcours mehrfach drumlaufen und an diesem komischen Güllesumpf ein goldenes Hufeisen finden. Viel Spaß. Das Paar, das am schnellsten das goldene Hufeisen in den Händen hält, gewinnt und schützt sich vor der nächsten Nominierung. Dazu müssen sie einem bereits gesicherten Paar den Schutz wieder nehmen. Das hört sich allerdings wieder interessant an. Das finde ich immer gut. Ja, dann legt mal los. Erster Sackwechsel bei Erik und Katar. Team Dürr, dicht dahinter. Soll ich auch drüber springen? Ja, yeah. Und so ungefähr hält sich auch die ganze Challenge. Erik und Katar sind relativ gut dabei. Steffen und Katharina close dahinter. Naja, und Kader und Doris sowie Mario und Easy nicht. Doris und Kader gehen unter die Traber. Es ist, glaube ich, nicht überraschend, dass die ein bisschen länger brauchen, oder? Scheiße. Easy, was los, Mensch? Ich liebe das schon wieder. Kader hat nichts geschissen bekommen. Und dann Easy, was soll das? Mach mal inne. Kader, du kriegst es doch selbst nicht hin. Mit einem großen Vorsprung hat dann Erik allerdings angefangen, in dieser Schlammpfütze schon rumzuwühlen, um das goldene Hufeisen zu finden. Er findet leider nur silberne und irgendwann holte Steffen auf. Hallo, hallo, hallo. Du warst in der Dreimal. Logisch. Hallo. Ich war dreimal. Wir können den Eimer überrundet haben. Hallo, hallo, der hallo, der hat geschummelt, hallo. Mario, wenn er geschummelt hat, würde es auffallen und dann, naja, gewinnst du doch locker auch noch. Tatsächlich sind aber irgendwann alle in dieser Jauchegrube, weil es ewig gedauert hat, ein goldenes Hufeisen zu finden und es war auch super ekelhaft. Auch Silber, auch Silber. Ich sag's wie es ist, ich muss ja ein bisschen vom Zusehen kotzen. Was, wie tief ist das denn? Sehr tief, Kader. Deswegen einfach mal rein und einfach mal suchen. Wahrscheinlich sucht sie mit den Füßen oder so. Das wird ja nix. Er zieht hier den Sieg an Land. Es ist Gold! Und alle sitzen nur noch daneben und denken sich so, boah, Gott sei Dank ist diese Challenge vorbei, es war ja super ekelhaft. Aber jetzt sind Erik und Katar gesaved. Wie schön. Und sie können jemanden entsafen. Was habt ihr getan? Was? Sackhüpfen. Sackhüpfen, ach du Scheiße. Als ob das dieses ganze Aussehen erklärt würde, komplett Schlamm verschmiert von oben bis unten. Was hat ihm gemacht? Wir waren Sackhüpfen. Sieht man danach so aus? Ich glaube nicht. Ja, dieser Anblick war einfach göttlich. Aber na gut, die beiden sind safe, die beiden freuen sich. Jetzt auf einmal sitzt sie ganz, ganz nett wieder zu uns. Ja. Auf einmal kam auch Yvonne an. Na, mein Guter, alles gut. Ja, super habt ihr das gemacht. Ja, wenn man dann hört, dass man den safe werden könnte, wird man spontan auch wieder ein bisschen netter. Ist doch auch logisch, finde ich. Ne? Da jetzt natürlich aber jemand den safe werden müsste, muss man natürlich auch vielleicht taktisch vorgehen. Und Kada, die Taktik-Queen, erklärt, wie es läuft. Wer das ab jetzt nicht gesehen hat, wer sein Gegner ist, ist echt, hat hier nichts zu suchen. Guck mal, ihr seid der Dauersafe.
Nein. Das kann sich ja morgen schon wieder ändern. Nein. Nach dem Voting, wo dann erstmal wieder niemand safe ist. Und dann werden wir danach direkt wieder safe sein. Und da habe ich kurz gedacht, das wäre, glaube ich, die richtige Strategie. Du gehst zu den Leuten und sagst, Leute, die Bauern sind das größte Problem hier. Die safen wir jetzt, wir wählen sie alle raus und dann haben wir alle eher mal Chancen auf den Pott, uns selber öfter zu safen, weil die sich nicht dauernd mehr safen können, weil die raus sind. Ich safe euch als Belohnung dafür auch nicht. Das wäre der Masterplan. Ich würde das genauso machen und vielleicht klappt es. Aber naja, Erik und Katja sind wahrscheinlich nicht so. Komm mal, jetzt komm jetzt. Ey, guck mal, für den Sieg darf ich heute ran, oder? Auf gar keinen Fall. Oh, sie kommen. Da hätte ich lieber verloren. Ja. Hase, das sind Bilder, die werden für immer im Fernsehen bleiben. Der gerade seine Freundin versucht, mit diesen Worten davon zu überzeugen, im Fernsehen Sex zu haben. Wir werden für immer im Fernsehen mit diesen Bildern bleiben, wenn wir jetzt hier vögeln. Ja, danke, Erik. Ich glaube, das schreckt eher ab, als dass es überzeugt. Man merkt einfach jetzt innerhalb von 5 Minuten schon wieder eine Verhaltensänderung. Ja, ja. Jetzt ja, wieder gesaved. Das war doch eh klar. Verhalten klar. Sofort wieder geändert. Ja. Yvonne hat das nämlich irgendwie als Streit erkannt, weil Katja nicht vögeln will und Erik schon. Irgendwie so. Es war seltsam. Aber gut, der Schlappen muss ja auch irgendwie runter und die beiden gehen jetzt auch duschen. Guck mal hier. Wie klein der auch drauf ist. Oh mein Gott, wie sie lacht und wie so, okay. Ja, es war anscheinend sehr, sehr kalt für Erik. Oder es ist allgemein, ich will nicht drüber nachdenken. Sie freuen sich einfach nur und haben es auch nicht größer bekommen, was sehr gut für uns ist. Praktischerweise ist Doris ganz froh drum, dass sie eigentlich auch nicht gewonnen hat, weil sie hätte gar keinen Bock gehabt, niemanden zu entsafen. Ich hätte mich aber heute nicht entscheiden wollen, wenn du jemanden entsafen musst. Ja, das ist auch assi, ey. Wir hätten ja eigentlich fast euch dann nehmen müssen, weil für uns ja klar ist, dass ihr euch dann halt danach sofort wieder seht. Ja, genau so ist es. Ja, Antonia lacht aber nicht innerlich, glaube ich, sondern denkt sich nur so, oh Gott, die müssen wir auch rauskicken, das sind unsere Feinde. Verstehe auch nicht ganz, warum Doris das gesagt hat. Also ich glaube, das Problem beim Entsafen ist ja, dass die Person dich auf ewig hasst und Doris geht zu den Leuten und sagt so, wenn wir hätten müssen, hätten wir euch genommen, gute Freunde. Nicht so clever. Aber wen wollen denn Erik und Katja? Antonia, Patrick. Ihr seid bis jetzt echt das beste Paar, ihr habt alles gewonnen, ihr habt komplett durchgezogen und dementsprechend schlau. Hättet ihr es am wenigsten verdient, weil ihr seid für bis jetzt das Pärchen. Oh Gott, kennt ihr diesen kurzen Moment, wo ihr euch denkt, oh mein Gott, das ist ein echt schlauer Move, wenn ihr es so machen würdet und die Leute dann so, ha, verarscht, als ob wir was Kluges tun, nein, wir nehmen die hier. Yvonne, Sascha, wirklich, alles in Ordnung. Wir müssen uns für einen entscheiden. Und haben deswegen euch genommen, ha, ist das nicht dumm, weil die wird doch kein Mensch wählen jetzt. Und dann haben sich Erik und Sascha auch nochmal ganz kurz angebieft und Erik meinte auch so, hey, du bist doch eh noch nur das Schoßhündchen von deiner Frau, also warum meckerst du jetzt hier rum? Ach Leute, Erik weiß echt, wie man Freunde sucht, ne? Ich meine, in der nächsten Folge ist er schon wieder entsaved. Echt jetzt? Sascha war richtig sauer, hat gesagt, was für einen Zirkus ich ungefähr mache. Ihr nervt es so in etwa so alles. Und dann habe ich irgendwann so gesagt, ja, nur Sascha, weil du das Hündchen von Yvonne bist. Und dann ist er so richtig so, okay, jetzt reden wir nicht mehr miteinander. Bla. Ja, und Katja merkte dann auch die Problematik an Eriks Aussagen. Erik anscheinend nicht, der war ganz stolz. Er ist safe, er ist stolz. Naja, und dann gehen wir aber auch direkt schon zur Auswahl und stellen fest, wer das große Opfer sein wird. Katharina und dich, Steffen. Naja, und sagen wir es so, die Bildchen von den beiden sind dann recht schnell dahingehangen worden. Das bedeutet, die werden wahrscheinlich rausfliegen. Allerdings ist mir dann auch noch eine andere Kleinigkeit aufgefallen, und zwar bei Mario. Ich als Fußballer ist das ja eine ganz klare Geschichte, dass wir uns untereinander erstmal so lange nicht nominieren, bis wir es vielleicht irgendwann mal müssen. Und das habe ich mir direkt von Anfang an gedacht, als da 2 Fußballer eingezogen sind. Warum bringt man 2 Fußballer ins selbe Format, die dann irgendwie Respekt voneinander haben und sich niemals nominieren würden? Das kotzt mich jetzt schon wieder spieltechnisch an. Ja, naja, aber Stefan und Katharina dürfen natürlich auch noch einen Schuss abgeben. So, damit haben wir festgerechnet. Tatsächlich sind wir beide echte Hamburger. Und daher sind wir nicht so schnell so nahbar. Ist es so? Sind Hamburger dafür bekannt, dass sie nicht so nahbar sind? Sind es andere Menschen nur, weil die ein bisschen weiter nördlich wohnen? Ich finde solche Begründungen immer super seltsam. Vielleicht bist du auch einfach nur eine zurückhaltende Nudel. Das würde mir mehr einleuchten. Die beiden haben aber als Motivation Easy und Kader nominiert, damit sie sich mal ein bisschen mehr anstrengen. Und dann gibt es einen mysteriösen Brief. Die beiden Paare mit den meisten Stimmen müssen in einer Exit-Challenge gegeneinander antreten. Witzig, wir haben das schwächste Paar nominiert aus irgendeinem zufälligen Grund und jetzt müssen wir gegen euch kämpfen. Damit hat hier niemand gerechnet. Steffen, das war sowas von hart geplant. Er streitet es aber ab. Ich bin gerade richtig überrascht. Die haben damit gerechnet, dass es zur Exit kommt und haben sie vermeintlich das schwächste Paar dann rausgesucht. So empfinde ich das allerdings auch und das ist ein bisschen super arschig. Sympathiepunkte eingebüßt, aber juckt die ja wahrscheinlich eh nicht. Weil allerdings Patrick auch gesagt hat, dass er mit dem Humor von Steffen nicht so ganz klar kam, fragt er so, ey, was war eigentlich das Problem? Was habe ich dir denn für Sprüche gedrückt? Nein. Nicht, jetzt sag mal mehr als, weil, Ja, nee. Hamburger Humor.
damit ich weiß, wie ich weitermachen kann. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sag, du, Steffen, ich trinke einfach das Wasser nicht gern oder sowas, ja? Dann sagst du, weil ich im Prinzip die Flasche nicht aufkriege oder so, weißt du? Ja, das ist ja einfach beides. Hammer-Gag und super verletzend für Patrick, da würde ich auch erstmal Parados cryen, ne? Ach Leute, was ist das denn? Was ist das für ein Grund? Ach, egal. Warum hat der heute nicht Mario die Stimme gegeben? Ja. Es waren Herzfeinde bis heute ja. Mittag. Und das wäre auch gut gewesen, weil wir wären vielleicht Mario losgeworden und es wäre ein Battle gewesen, es wäre ein auf Ehre gewesen, das hätte ich geliebt. Aber nein, jetzt fliegen wahrscheinlich Kader und Easy raus. Aber die können ja in der nächsten Folge auch mal richtig losklöppeln, ne? Da hätten wir auch Bock drauf. Alex, erfahren wir es auch erst in der nächsten Folge. Leute, ich hoffe, das Video gefallen hat. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir Gedanken in die Kommentare. Hier könnt ihr andere Sachen draufklicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.